Aufnehmen. Pause. Testen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 188. Ja, kein besonderer Podcast, aber wir haben ja nun so viele Duschpodcasts jetzt schon mit den Geräten gemacht. Aber wir haben noch keinen Duschpodcast mit dem Showmotiv MV88 und den eigenen Equalizer-Einstellungen. Equalizer, ein EQ. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt duschen gleich und wir nehmen das mal mit dem Showmotiv auf. Und der Reporter-App, also 320, ne, ihr kennt das Spiel, in MB3. Und gucken mal, wie sich das und vor allem mit den eigenen Einstellungen des Equalizers, der Schuh-App, und da kann man mal gespannt sein, inwiefern das jetzt funktioniert. So. Du, Kater, kommst natürlich nicht rein. Wir schließen die Door. So. Die Door ist zu. Der Kater kommt also nicht hier rein. So. Das bedeutet, ja, wir haben jetzt hier also den Hall des Bades, das Badezimmer. Ja, baden. Muss man eigentlich rausnehmen, weil es ist ja kein Badezimmer, sondern es ist ja keine Badewanne drin. Leider. So, ich lege das Tornbuch hin. Das Mikro zeigt nach oben. Ich gehe noch aufs Klo und danach springe ich in der Dusche. Wer springt schon so, wer springt schon runter, aber man sagt es so. Ne? Ja, und dann mal gucken. Inwiefern sich denn dieses wunderbare Mikro beim Duschen steht. Wie gesagt, wir haben jetzt die eigenen Einstellungen drin, also die vielleicht der Haar, der Kater geweint, kommt es aber nicht. Ja. Aber so wird im Hintergrund unser Kater wieder mal. Ne? Aber hört auch mal auf. Ihr kennt das Spiel. Auf jeden Fall ist es ein Duschpodcast mit dem Schuhmotiv. MV88 Reporter-App, eigene Einstellung des Equalizers, Kompressor ist drin, Limiter ist drin, also alles, was das so laut wie möglich zieht. Ne? Lautstärke ist auf 100%, also ja, Stereobreite müsste auf 130 sein, also das Breiteste. Ja. So lässt sich das aufnehmen. Gut. Achso, erstmal wollte ich nochmal die Duschmatte holen. Die brauche ich natürlich. So, die Duschmatte. Genau. Haben wir sie noch. Richtig. So. So, wir öffnen also die Dusche. Und was machen wir? So, ich öffne die Dusche. So, zack. Thank you.
das ja nie.
immer ein bisschen Zeit und Macht, das kommt auch nachher dann. Das ist Django, sofern man hier was rausnimmt, mal gut. Super. Ja. So, da ist das Wasser. Jetzt kann man mit der Dusche einfach alles wieder abziehen.
Also jetzt langsam rausziehen. Also Halsduschen mit den Schuhen. Ja. Genau. Ich hatte den Eindruck, wie das Schuhleiter kommt, wenn man die eigenen Kleider einstellen hat. Ja. Genau. So ist es. Zähne putzen. Beim Zähne putzen, da kann man ja auch noch mal, da wird auch noch einiges ein bisschen trocknen. Das bedeutet also, dass wir noch mal in der Hose anziehen. Bin ich jetzt fertig oder kann ich den Podcast gemütlich vom Bett aus hochladen? Dann habt ihr auch eine Aufnahme mit den Schuhen. Man duscht so. Jetzt erstmal Zähne putzen. Schau mal, thank you.
Genau. So. Also. Gut, dann kann ich jetzt rausgehen. Oh, da war eine Katze. Achso, kann er auflassen. So, Katzen, ihr könnt wieder rein. Wie gesagt, nicht die Badewanne, aber es ist ja eine Alternative, sag ich mal, wenn man keine Badewanne hat, dann ja, muss man sich ja darauf einstellen und so ist es jetzt halt. Ja. Trotzdem, die Zeiten, als ich baden konnte, waren schön und wir werden uns gerne, ich werde mich gerne daran zurückerinnern, natürlich, ist klar. Ja, also das. Ja. Ja, Leute von heute. Jetzt gehe ich noch ins Schlafzimmer. So, ich bin jetzt im Schlafzimmer. Und von hier aus werde ich das Ganze hochladen. Wir haben es 21:03 Uhr, das heißt. Überschrift, Aufleben, 25, 19.5, 25, 21.4. Aufleben, Taste. Dann bis zur Folge 189. Ciao, ciao.